Herzlich willkommen zu unserem Wissenschaftssofa, das sich mit der Frage beschäftigt, warum muss man eigentlich immer so lange warten, bis man eine Psychotherapie bekommt? Und kann man vielleicht irgendwas verbessern, damit das nicht so lange dauert? Deswegen hat es dazu eine Gesetzesreform gegeben im Jahr 2017 und wir haben uns die Frage gestellt, hat sich dadurch irgendwas verbessert? Also wir haben eine Studie dazu durchgeführt. Wir, das sind unter anderem Lena Meyer, Psychologin und wissenschaftliche Leitung und Projektkoordinatorin dieses Projektes, Vanessa Pantle, auch Psychotherapeutin und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt, und mein Name ist Susanne Singer. Ich habe das Projekt konzipiert und eingeworben. Wir möchten Sie jetzt gerne mitnehmen in unser Gespräch darüber, was rausgekommen ist, und wir sind noch mittendrin, also die Studie läuft noch, aber wir möchten gerne ein bisschen darüber plaudern, wie bisher der Stand der Dinge ist. Es gab ja 2017 eine Reform, was die Suche nach einem ambulanten Therapeuten angeht. Was hat sich denn seit dieser Reform eigentlich verändert? Ja, insgesamt kann man sagen, dass es ziemlich grundlegende Änderungen und auch vielfältige Änderungen gab, so in der psychotherapeutischen Versorgung. Und jetzt vielleicht für die Suche nach einem Psychotherapieplatz gibt es drei Dinge, die neu sind und die auch einen großen Einfluss nehmen. Das ist zum einen die psychotherapeutische Sprechstunde. Das ist eine ganz neue Versorgungsleistung, die es so vorher nicht gab. Und die dient quasi dazu, dass Patient und Psychotherapeut gemeinsam herausfinden, hat dieser Patient denn eine psychische Erkrankung und liegt ein Behandlungsbedarf vor für eine ambulante Psychotherapie? Oder braucht dieser Patient womöglich etwas anderes, eine andere Hilfe wie Familienberatung oder vielleicht auch eine stationäre Behandlung? Weiterer neuer Baustein, der wichtig ist für Patienten, ist die telefonische Erreichbarkeit. Vor der Reform war das eigentlich überhaupt nicht so richtig geklärt. Jeder Psychotherapeut war anders irgendwie erreichbar. Und seit der Reform gibt es eine Verpflichtung für Psychotherapeuten, mindestens 100 Minuten pro Woche telefonisch erreichbar zu sein. Und diese Zeiten, die sind dann auch ganz fix hinterlegt auf der Website der Kassenärztlichen Vereinigung, wo alle Psychotherapeuten zu finden sind. Die Kassenärztliche Vereinigung ist so eine quasi übergeordnete medizinisch-gesundheitliche Koordinationsstelle. Ja, und zu guter Letzt, was auch noch wichtig ist, das ist die Terminservicestelle Psychotherapie. Das wird von der Kassenärztlichen Vereinigung betrieben. Da kann man als interessierter Patient anrufen und sagen, ich brauche einen Psychotherapieplatz, und dann vermittelt einem diese Terminservicestelle zumindest mal einen Termin für ein allererstes Sprechstundengespräch. Wichtig ist, dass es eben kein Therapieplatz ist, sondern nur diese Sprechstunde, von der ich gerade eben gesprochen habe. Aber all diese drei Elemente helfen Patienten zumindest, einen einfacheren Zugang in die Psychotherapie zu bekommen. Genau, das sind so, würde ich sagen, die wichtigsten Neuerungen für Patienten, die suchen. Ja. Jetzt haben wir uns das ja ein bisschen genauer angeguckt, was auch zum Beispiel dann das Thema Wartezeiten angeht. Wie sieht es denn da jetzt eigentlich gerade aus? Ja. Hat sich das mit den Wartezeiten ein bisschen verändert, verbessert bestenfalls? Dazu haben wir uns echt viel Mühe gemacht. Wir haben von 9 Praxen aus der ganzen Bundesrepublik Daten rausgesucht von über 1500 Patienten, ganz minutiös ausgezählt, wann war der Termin des ersten Kontakts, also wann hat er angerufen beim Therapeuten, wann war das erste Gespräch, wann war Therapiebeginn. Und das Ergebnis ist ziemlich ernüchternd. Der Unterschied ist null. Null, leider, ja. Also gerade das Warten auf ein Erstgespräch hat sich überhaupt nicht verändert und das Warten auf einen Therapieplatz hat sich sogar ein bisschen erhöht, durchschnittlich 2 Wochen. Das ist schon ziemlich enttäuschend, ja. Aber gut, vielleicht gibt es ja auch ein paar positive Sachen. Was sagen denn die Psychotherapeuten dazu? Lena, du hast Gespräche mit ihnen geführt. Ja, genau. Also wir haben Psychotherapeuten in ganz Rheinland-Pfalz kontaktiert. 41 Stück haben mitgemacht, mit denen wir wirklich ziemlich lange Interviews geführt haben. Und die haben zum Beispiel gesagt, naja, also was positiv ist an der Reform, ist zum Beispiel diese Sprechstunde mitunter, weil es Patienten hilft, sich zu orientieren. Also Patienten wissen dann erstmal, brauche ich überhaupt eine ambulante Psychotherapie oder habe ich eine psychische Erkrankung oder ist es vielleicht ein ganz anderes Lebensbewältigungsproblem, was mich gerade umtreibt. Psychotherapeuten sagen aber auch, dass die Sprechstunde zum Beispiel auch Nachteile hat. Also Patienten rufen dann an bei Therapeuten, die sagen alle, wir können ihnen eine Sprechstunde anbieten, aber eben keinen Therapieplatz.
Und so bekommen die Patienten eine Abweisungserfahrung nach der anderen, was teilweise wirklich retraumatisierend auch für Patienten ist. Genau, und insgesamt sagen Psychotherapeuten schon, ja, durch diese Sprechstunden ist der Zugang vielleicht ein bisschen leichter zum Psychotherapeuten, aber einen schnelleren Therapieplatz bekommt man dadurch nicht. Fast sogar im Gegenteil. Also durch die Sprechstunden sind ja jetzt auch Kapazitäten gebunden, die eigentlich für Psychotherapie hätten aufgewendet werden können. Ja. Für die Therapeuten natürlich auch schwierig, immer wieder diese Erfahrung machen zu müssen, ich muss den Patienten jetzt absagen, ich muss immer wieder Sprechstunden anbieten, aber die eigentliche Leistung kann ich aufgrund mangelnder Kapazitäten irgendwie gar nicht erbringen. Ich glaube, das ist sehr wichtig, weil das manchmal anders dargestellt wird, so, ne? Als ob die Therapeuten keine Lust hätten zu arbeiten, aber im Gegenteil. Ne? Ja, da muss man auch sagen, da sind Therapeuten sehr kreativ. Also es gab auch einige Therapeuten, die gesagt haben, ich versuche jetzt mehr Gruppentherapie anzubieten, wo die Reform ja auch Anreize gegeben hat, finanzieller Art, einfach damit mehr Patienten unterkommen. Aber da muss man auch wiederum sagen, da ist seitens der Patienten zum Teil auch eine große Scheu da. Also die meisten wollen eine Einzeltherapie auch haben. Mhm. Ja. Aber wir haben ja auch mit Patienten Gespräche geführt. Vanessa, was hast du denn da so gehört? Was haben die denn erzählt? Genau, also die Patienten, mit denen ich gesprochen habe, die sind tatsächlich sehr frustriert und auch sehr verzweifelt gewesen, was diese Suche angeht, ja, weil die schon ganz früh festgestellt haben, ich weiß eigentlich auch gar nicht so richtig, wonach ich suchen muss. Ja, da hat man schnell gemerkt, es fehlt eigentlich immer noch an so ganz grundlegenden Informationen, dass der Patient nicht wusste, welches Verfahren kommt denn für mich eigentlich in Frage, brauche ich eine Verhaltenstherapie, brauche ich eine Psychoanalyse, aber auch so Sachen wie, wo ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem Psychiater und einem Psychologen, warum werden mir auch ganz viele Heilpraktiker vorgeschlagen, die irgendwie Therapie anbieten. Also die Patienten hatten da einfach auch viel zu wenig Hintergrundinformationen, um tatsächlich auch so ganz konkret und gezielt auf die Suche gehen zu können. Und es war im Vorfeld deswegen schon sehr frustrierend für die, bevor überhaupt die eigentliche Suche gestartet hat. Was sie sich natürlich ansonsten eigentlich wünschen würden, wäre jemanden, der sie so ein bisschen an der Hand nimmt und durch dieses ganze System durchführt. Also tatsächlich eine Art von Vermittlungsstelle, die sagt, du hast das und das Problem, wir können dir das und das anbieten, da ist der Therapeut, da gehst du nächste Woche um 14 Uhr hin und hast deinen Termin und kannst deine Therapie machen. Ja, das ist natürlich die absolute Idealvorstellung von jemandem, der gerade aber eigentlich ganz dringend Hilfe braucht, ja, und der natürlich auch Schwierigkeiten hat, sich vielleicht auch für diese Suche zu motivieren, eben weil er schon so viele Frustrationserlebnisse hat. Da muss man ja sagen, wir haben ja auch mit Ärzten gesprochen und die haben uns nämlich gesagt, die Patienten, die viel Eigeninitiative und Durchhaltevermögen haben, das sind die Patienten, die am Ende einen Therapieplatz bekommen. Und man muss ja sagen, Patienten in akuten Krisen oder Belastungen, die verfügen eben gerade nicht über solche Ressourcen oder Eigenschaften. Exakt. Genau, die brauchen jemanden, der sie an die Hand durchführt. Ja, genau. Genau dieser Weg dahin ist das Problem, was du gerade beschrieben hast. Meistens sind die Patienten halt sehr zögerlich, wenn es überhaupt darum geht, brauche ich eine Therapie, brauche ich keine? Allein dieser Weg bis zu der Entscheidung, ich brauche eine, der dauert ja schon eine gewisse Zeit. Ja? Das stimmt. Und dann kriegen die ganz häufig diese Listen mit den Therapeuten ausgehändigt oder können die im Internet einsehen. Die sind aber häufig gar nicht so aktuell, als dass dann daraus erkennbar ist. Hat denn der Therapeut, den ich gerade anrufen will, gibt es da überhaupt freie Kapazitäten, ja oder nein? Es führt dann häufig dazu, dass die Patienten einfach nur ganz, ganz viele Therapeuten hintereinander anrufen müssen, ohne überhaupt zu wissen, hat es gerade irgendwie, kann das überhaupt Erfolg haben? Vielleicht hat nämlich dieser Therapeut ja gerade gar keine freien Kapazitäten. Das heißt, als zweites wäre da der Wunsch eben nach einer Aktualität und irgendwie einer Transparenz ganz groß, auch irgendwie zu wissen, wie lange wären denn da vielleicht Wartezeiten bei dem Therapeuten? Lohnt es sich, wenn ich da anrufe, ja oder nein? Ist den Patienten eigentlich bekannt, dass es diese Terminservicestelle gibt? Den wenigsten ist das bekannt, tatsächlich. Den wenigsten ist bekannt, dass sie da die Möglichkeit haben, eine Sprechstunde vermittelt zu bekommen. Und selbst wenn sie das wissen oder dann in Anspruch nehmen wollen, ist es häufig so, dass sie sagen, gut, und dann, was habe ich dadurch gewonnen? Dann habe ich vielleicht eine Sprechstunde, vielleicht kriege ich da dann grundlegende Informationen, ja. Aber das kostet mich ja auch alles Zeit. Ja, das kostet alles Zeit, die ich eigentlich dann warten muss, damit ich dann tatsächlich einen richtigen Therapieplatz bekomme. Ja, dann werde ich vielleicht von einer Sprechstunde in die andere geschickt und habe immer noch keinen Therapieplatz. Jetzt ist ja gerade, das ist ja wieder so die Frage der Koordination und der Übersichtlichkeit, möglichst auch aktuell.
was man ja wieder denken würde, ist die Sache der Terminservicestelle. Lena, vielleicht kannst du auch noch mal erzählen, was die Mitarbeiter der Terminservicestellen erzählt haben dazu. Mhm. Ja, genau aus dem Grund, dass wir auch diese Perspektive erfahren, haben wir mit Mitarbeitern dieser Terminservicestellen gesprochen, mit 3 Stück, also mit Mitarbeitern von 3 verschiedenen Terminservicestellen. Und die haben schon gesagt, da die Reform war für sie eine Riesenumstellung. Denn seit es die Terminservicestelle Psychotherapie gibt, werden sie quasi überrannt. Also das ist die am meisten angefragteste Terminservicestelle überhaupt. Da sieht man den Bedarf, ne? Da sieht man ganz, ganz, ganz deutlich den Bedarf, ja. Und tatsächlich haben die Mitarbeiter dort auch gesagt, dass es für sie manchmal ganz schön schwierig ist, weil Patienten, die dort anrufen, die stehen unter Druck. Denen geht es schlecht, die bekommen keine Psychotherapie und sind darüber hinaus häufig nicht gut informiert. Das heißt, es ist sehr, sehr zeitaufwendig, auch Psychotherapiepatienten zu beraten, weil einfach ein ganz, ganz hoher Informationsbedarf besteht, was du ja praktisch auch schon gesagt hast, ne? Also die wissen gar nicht, was gibt es für Angebote, was brauche ich, wo kann ich mich hinwenden. Genau, und prinzipiell sagen die Mitarbeiter der Terminservicestelle, naja, die Vermittlung dieser Sprechstunden, das verläuft ganz gut, wenngleich, also das heißt zeitnah, wenngleich sie schon auch sagen, auch da ist häufig eine Frustration der Patienten da, wenn die dann erfahren, das ist gar kein Therapieplatz, weil die Patienten sich häufig eben mit der Idee eines Therapieplatzes an die Terminservicestelle wenden. Und tatsächlich vermittelt ja die Terminservicestelle auch Akutbehandlung oder so probatorische Vorgespräche für eine Therapie, aber das ist wirklich nur in akuten Krisenfällen so und nicht die Regel. Ja. Und dann fehlt ja jetzt noch eine wichtige Gruppe, nämlich die Ärzte, also die Fachärzte und Hausärzte, bei denen die Patienten am Anfang landen und die vielleicht auch ein bisschen so koordinierend tätig sein können. Ja. Was sagen die? Ja, das ist eine spannende Frage, denn die Ärzte werden häufig so ein bisschen vergessen. Dabei sind die total wichtig als erste Anlaufstelle ihrer Patienten. Also an wen wendet sich ein Patient? An seinen Hausarzt. Mhm. Genau. Das heißt, es fällt für die eine ziemlich große Aufgabe an, nämlich die Weitervermittlung ihrer Patienten. Und wir haben jetzt mit 23 Haus- und Fachärzten gesprochen, verschiedenster Bereiche, also zum Beispiel Pädiater oder auch Psychiater, also ganz unterschiedlich. Und man muss sagen, von diesen 23 Ärzten haben etwa 2/3 mitbekommen, es gab eine Reform. Allerdings kannten die wenigsten die konkreten Inhalte. Die wussten nur, irgendwas war da doch. Genau. Ja, super. Genau. Manchmal kam dann tatsächlich im Interview raus, sie kennen doch ein bisschen was, nämlich die Terminservicestelle. Mhm. Das ist das mit am weitesten oder am meistbekannteste Reformelement überhaupt. Genau. Und prinzipiell sagen aber die Ärzte auch, es ist schwierig, ihre Patienten unterzukriegen. Und manche haben dann für Krisenfälle so ein eigenes Psychotherapeutennetzwerk aufgebaut in der Umgebung, wo das dann auch mal schneller gehen kann. Aber in der Regel tun die sich wirklich sehr, sehr schwer und sagen, Patienten landen immer und immer wieder bei ihnen und sagen, ja, und was soll ich jetzt machen? Ich habe doch das schon alles gemacht und ich habe doch das schon alles gemacht und wissen sich da zum Teil wirklich auch nicht mehr zu helfen. Ja. Jetzt ist ja unsere Zeit so ein bisschen begrenzt heute, aber vielleicht kann man trotzdem schon mal ein paar Tipps auch noch geben für die Leute, die sich das jetzt anhören. Vanessa, was würdest du den Patienten empfehlen, was sie tun können, um da ein bisschen, überhaupt und vielleicht ein bisschen schneller an den Therapieplatz zu kommen? Ein bisschen schneller ist gut tatsächlich, ja. Ich glaube, da sind wir eher bei überhaupt als bei ein bisschen schneller. Aber was auch die Patienten an sich auch eben als Ratschlag genannt haben, die dann Erfolg hatten und eine Therapie gefunden haben, was sie anderen Patienten raten würden, ist eben dranbleiben. Ja, ich weiß, es klingt so einfach, ne? Dranbleiben, nicht aufgeben, Absagen nicht persönlich nehmen, aber ich glaube tatsächlich, das ist mit das Entscheidendste, was man machen muss, ja, dass man eben nicht aufgibt, weil es sich dann tatsächlich lohnt und weil es häufig auch eben der richtige Weg ist, sich dann eine Psychotherapie zu suchen, ja. Es gibt natürlich ansonsten noch so ein paar konkretere Strategien, die man vielleicht probieren kann. Was ich zum Beispiel immer empfehlen würde, ist, dass sie sich tatsächlich auch mit ihren Krankenkassen in Verbindung setzen, da mal nachhaken. Was gibt es vielleicht von den Krankenkassen aus noch für Möglichkeiten? Ja, gibt es zum Beispiel die Option, auch über auch private Therapeuten zu kontaktieren und das sogenannte Kostenerstattungsverfahren zu nutzen. Darüber könnte man sich bei der Krankenkasse nochmal aufklären lassen. Das ist dann, wenn man nachweisen kann, dass man bei den gesetzlich
also den Therapeuten, die eigentlich gesetzlich Versicherte auch behandeln, dass man da häufig genug Absagen bekommen hat, dass man sich dann eben auch an Therapeuten wenden kann, die nur Privatzahler nehmen und dass es dann trotzdem von der Kasse finanziert wird. Das wäre dieses Kostenerstattungsverfahren. Da kann man zumindest bei der Kasse mal nachhorchen, ob das noch irgendwie eine Möglichkeit ist, das irgendwie machen zu können. Ja. Eine andere Möglichkeit ist ja natürlich auch die Terminservicestelle. Wir haben jetzt schon viel darüber gehört. Obwohl auch da immer wieder gesagt werden muss, es geht tatsächlich hauptsächlich nur um die Sprechstunden. Es ist nicht so, dass da schon damit gerechnet werden sollte, dass auch ein Therapieplatz vermittelt wird. Ja, deswegen ist eigentlich der allerwichtigste Rat eben dranbleiben, sich nicht frustrieren lassen und eben auch wirklich ganz wichtig, diese Absagen, diese Frustration nicht auf sich selbst zu beziehen, sondern eben als ja, vielleicht ein Teil eines mangelhaften Systems zu sehen. Da kann ich vielleicht was ergänzen von den Psychotherapeuten. Da habe ich tatsächlich häufig die Rückmeldung bekommen, dass es gut wäre, wenn Patienten während den Sprechzeiten anrufen. Ich weiß, es ist total mühselig, sich das rauszusuchen, aber viele Therapeuten haben einfach gesagt, ich schaffe das kapazitär bedingt nicht, diese vielen, vielen Anfragen, die ich pro Tag auf meinem Anruf beantworte, habe, irgendwie zu beantworten. Also das wäre vielleicht auch noch etwas, was man Patienten raten kann, wenngleich es schwierig ist. Da kann ich wieder aus der Patientensicht sozusagen einhaken und sagen, so transparent und übersichtlich, wann diese Sprechzeiten sind, wie das wahrscheinlich in der Wunschvorstellung eigentlich angedacht ist, ist das in der Realität nicht. Es ist unglaublich schwierig herauszufinden, wann welcher Therapeut welche Sprechstunden hat, auch zu den Sprechzeiten ist die Erreichbarkeit teilweise sehr, sehr schlecht. Und dann sind ja natürlich auch in manchen Fällen die Patienten selbst ja auch noch berufstätig. Ja, so ein Anruf bei einem Psychotherapeuten, den macht man jetzt ja eben auch nicht einfach mal so in seinem gewohnten Arbeitsumfeld. Ja, sich allein da irgendwie immer die Zeit zu nehmen, vielleicht da nochmal versuchen anzurufen, das ist in der Realität tatsächlich gar nicht so leicht, auch als Patient diese Sprechzeiten oder Sprechstunden eben rauszufinden und dann wahrzunehmen. Also man sieht, ja. Ich finde schon, das müssen wir auch nochmal hier festhalten an der Stelle, dass es auch einfach immer noch systembedingte Probleme gibt und wir jetzt gerade so versuchen, ein bisschen zu rütteln an den Sachen, aber das an dem Problem der fehlenden Therapeuten und beziehungsweise Kassenzulassung, Therapeuten gibt es ja genug, ja, muss man auch mal sagen, ja. Dass das ein Problem ist, was die Reform nicht lösen konnte und dass das aber gemacht werden müsste. Ne? Ja. Aber innerhalb des jetzigen Systems kann man eben probieren, so weit zu rütteln, wie man rütteln kann. Und ja, vielleicht gibt es auch noch Tipps für die Ärzte oder für Zuweiser sozusagen? Also wenn ich jetzt an einen Zuweiser denke, der einen Patienten vor sich sitzen hat, habe ich vielleicht zwei Tipps. Das eine ist, den Patienten die Liste der Kassenärztlichen Vereinigung ausdrucken. Viele Patienten sind schon damit überfordert, denn eigentlich ist es einfach, diese Übersicht zu bekommen. Die ist lang und es ist umständlich, da anzurufen, aber die ist sehr einfach verfügbar. Das zweite, was ich empfehle, ist Enttäuschungsprophylaxe. Also sagen Sie Ihren Patienten, dass es normal ist, dass man nicht sofort einen Therapieplatz findet. Das schafft schon ganz viele neue Kapazitäten für den Patienten, wenn er sich innerlich darauf einstellen kann. Also das ist ganz, ganz wichtig, dem Patienten das sozusagen mitzugeben. Absolut. Ja. Ist ja auch das, was du gesagt hast. Genau, eben um dieser Enttäuschung auch vorzubeugen und eben diesen Aspekt, es hat was mit mir persönlich zu tun. Ich bin vielleicht noch nicht krank genug, ich verdiene diese Hilfe vielleicht gar nicht. Um dem irgendwie auch so ein bisschen schon vorher den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ja, man sieht, es gibt noch viel zu tun. Also wir sind schon ein bisschen auf dem richtigen Weg, aber man muss auch noch überlegen, was kann man vielleicht an dem Gesetz noch verbessern. Und dazu laden wir Sie ganz herzlich ein, mit uns zu diskutieren, die Studienergebnisse auch noch ausführlicher zu besprechen, aber eben auch ganz konkret Empfehlungen zu formulieren für den Gesetzgeber, was man besser machen kann. Dazu haben wir ein Treffen im Oktober. Lena, du kannst dazu noch mehr erzählen. Genau, wir haben eine sogenannte Abschlusskonferenz unserer Studie. Ich halte hier auch mal den Flyer in die Kamera. Da nehmen teil alle Studienteilnehmer, die möchten, Kooperationspartner, aber auch interessierte Laien können mitmachen. Und deswegen ist auch unser Aufruf jetzt, dass alle, die Lust haben, da mitzumachen, sich die Studienergebnisse ganz in Ruhe anzuhören und vielleicht gemeinsam zu diskutieren, wie kann man das, was wir jetzt herausgefunden haben, in die Praxis umsetzen, dass die sich bei mir ganz unverbindlich anmelden können, zum Beispiel unter meiner E-Mail-Adresse lenmeier@uni-mainz.de. Ich antworte dann gerne darauf und wir freuen uns über alle Interessierten, die irgendwie mitmachen möchten. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen für heute. Tschüss. Tschüss.
Tschüss.